Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kolleginnen und Kollegen. Ich habe einen zwei interessante Artikel gelesen. Mit einem beginne ich, mit dem anderen schließe ich die kleine Rede, die ich dazu halte. Der erste war deshalb interessant, weil nochmal verwiesen wurde auf einen Bericht von Frank Rieger und Thorsten Schröder auf der diesjährigen Republika-Konferenz, wo die beiden vom Chaos Computer Club nochmal deutlich gemacht haben, was eigentlich hinter einem solchen Angebot steht, was sozusagen unfreiwillig mit dem jeweiligen Aufruf einer Seite ins Haus steht. Und sie haben das am Beispiel der Bild.de-Seite demonstriert. Ein zweiminütiger Aufenthalt, ich zitiere, auf der Website Bild.de führt somit insgesamt zu 2.339 Anfragen. Von den 195 kontaktierten Servern unterliegen lediglich 13 der Kontrolle der Bild-Redaktion. Weist einer der rund 180 anderen Server eine Sicherheitslücke auf, so kann dadurch schädlicher Content ausgeliefert werden. Zitat Ende. Das heißt, mit anderen Worten, wenn man einen Adblocker einsetzt, der womöglich, der Kollege Lammler hat es schon angesprochen, dazu führt, dass man sich auch diese Schadstoffgefahren, diese Schadprogramme vom Hals halten kann, ja, Schadstoff ist in gewisser Weise richtig, Software-Schadstoff, dann liegt man womöglich mit einem Adblocker an der Stelle gar nicht so schlecht. Und insofern ist der Antrag, den die Piraten hier eingebracht haben, zumindest diskussionswürdig aus grüner Sicht. Und wir freuen uns auf die weitere Debatte dazu im Fachausschuss. Das ist ein Thema, dem man sich intensiv annehmen muss. Und mit dem einfachen Verbieten ist es ja im Internet eh immer so eine Sache. Das wissen alle die, die sich mit dem Netz schon länger beschäftigen. Dazu gehöre ich, wie man mir ansieht, auch. Und insofern ist das also ein Thema, mit dem man sich wirklich intensiv auseinandersetzen kann. Es ist auch eine Frage, ob unser Freiheitsempfinden wirklich so ist, dass wir den Eindruck haben, wir müssten diese Dinge, weil sie aus geschäftlichen Gründen einer Steuerung bedürfen, auf diese Weise mit einem Verbot begegnen. Also das Verbot sehen wir sehr kritisch. Ich bin prinzipiell sehr offen, sowohl für Werbeangebote wie auch für die Menschen, die sich das eben nicht ansehen wollen. Ich glaube, so sind die Menschen auch. Sie sind unterschiedlich. Der eine reagiert auf Werbung eher aggressiv, sagt, um Gottes Willen, will ich nichts mit zu tun haben. Die andere sagt, finde ich interessant, wollte ich immer schon mal genauer sehen. Und insofern ist das mit Sicherheit nicht so zu entscheiden, dass wir von Staats wegen beginnen, kleine Hilfsprogramme zu verbieten, die im Internet das eine oder andere ermöglichen oder eben nicht ermöglichen, verunmöglichen. Also eine sicher sehr spannende Debatte von vielen Seiten aus genauer zu führen. Ich ende mit einem Zitat aus dem Tagesspiegel vom 18.06.2016. Und da heißt es am Schluss eines Artikels, die Frage also lautet, wie wirkt Reklame auf Menschen, die sie gegen ihren erklärten Willen sehen müssen? Vermutlich ist es so, dass diese Menschen sich einfach entzürnt in ihren Sitzlehnen krallen, einen heiligen Eid leisten, nie, nie dieses Zeug zu kaufen, was ihnen da vorgesetzt werden soll. Oder sie gehen so lange aufs Klo, womit die Werbung auch keine Gelegenheit mehr hat, heimlich aufs Unbewusste einzuwirken. Also, Zitat Ende, in diesem Sinne, ich halte das ein Verbot in der Form nicht für einen zielführenden Vorschlag. Ich halte aber auch die Dämonisierung von Werbeangeboten im Internet überhaupt nicht für zielführend. Wir wissen, ohne Werbung funktionieren viele Angebote nicht. Qualitätsjournalismus, lieber Herr Kollege Schick, könnte man sich natürlich auch leisten, indem man diese Angebote, den Inhalt sozusagen, käuflich im Internet erwirbt. Es gibt die entsprechenden Angebote, das hat dann nichts mit Werbung zu tun, sondern damit, dass Menschen sagen, mich interessiert diese oder jeder Inhalt und dafür bin ich bereit, etwas zu bezahlen, so wie ich in der Regel ja auch für die Hefte und Zeitungen, die ich in einem Zeitschriftenladen kaufe, Geld ausgebe. Das ist also denke ich, das Programm, was im Internet zu fahren wäre, aber einfach nur zu sagen, wir finanzieren uns über Werbung und wenn Leute die unterdrücken, dann unterdrücken wir diese Möglichkeit, das halte ich politisch für keinen klugen Weg, aber wir werden das diskutieren, darf das für meine Fraktion so sagen und stimmen der Überweisung zu. Dankeschön.